Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück. So, hier scheint was hochgegangen zu sein. Am Ende der letzten Folge können wir schon mal wieder aufbauen. So eine Gasförderstätte. Da kommt unser Schiff. Bringt ein bisschen Stuff. Sehr schön. Die Expedition wollte was von uns. Sie ist zurückgekehrt. Okay, wir haben so einen komischen Fisch, einen Löffelfuchs und einen Elefanten. Okay. Und das Ding hier haben wir auch noch, dieses Sargossen-Set. Bauen wir hier mal eben ein neues Ding an. Ich glaube, verwunschen, das haben wir schon. Verwunschen, das haben wir auch schon. Wo ist es denn hier? Sargosse, da. Da fehlen uns jetzt nur noch die Steinkoralle, dann ist das auch fertig. So, Zoo war hier. Keine Ahnung, wir brauchen noch einmal drei. Es scheint so, als ob wir die Tiere alle schon hätten. Die. Ja, hier den Elefanten hatten wir und den Räuber. Schade. Da also keinerlei Fortschritt. Ja, wir haben hier noch eine zoologische mit zwei Köpfen. Können wir das Schiff eigentlich direkt mal wieder hinschicken? Wo ist es denn, Alter? So, ich würde den Sekt nochmal voll machen. Jetzt gerne noch was Heilkunst mitnehmen. 20. Ah, Medizin 35 Heilkunst. Ah, wir müssen mit 20 vom Schnaps gehen. Es ist zwar nicht ganz so gut, aber das bleibt uns ja jetzt nichts anderes übrig. So, wir müssen noch ein paar mehr Touristen anlocken. Ich würde ja gerne den Turm hier auf volles Löttchen drehen. Dafür brauchen wir 5000. Also fehlen uns noch welche. Aktuell gehen hier so knapp 500 rein. Jetzt ist die Frage, Eis und Parfüm bringt das nochmal ein paar mehr Leute? 25 und es wird nochmal 100 bringen. Das ist jetzt nicht die Welt. Nur die Frage. Wir könnten hier noch ein Hotel hinbauen. Sogar noch zwei. Müssen wir denen nur eine Bushaltestelle vor die Tür setzen und zack, die müssten die Bedürfnisse der Gäste werden nicht erfüllt. mit allem versorgt sein. So, wir machen nochmal den hier eine schickere Straße. So. Ist denn, also da. Theoretisch könnte man hier auch noch eins hinsetzen. Kann doch nicht von der Anlegestelle bis zum Hotel laufen. Ich habe gewisse. Hier, bitte. Hä, wieso hat die Bushaltestelle jetzt nicht? Also. Das ist voll, T ist voll. Gut, das sollte auch voll laufen. Das heißt, es fehlen uns noch gute 1000 jetzt. Gebäude wurden zum Raum der So. Flammen. Und hier noch eine Bushaltestelle Ich hin. werde doch nicht.
meine ganze Zeit damit vergeuden. Jetzt sollten. Zum anderen zu laufen. Ja, ich habe doch eine Bushaltestelle gebaut. Müssen wir jetzt sofort halt einfach nur nochmal alle Bedürfnisse abchecken. Weil wir ja jetzt natürlich auch einen Mehrverbrauch von allem haben. Wir können ja mal mit den Basic-Sachen wie Brot anfangen. Jetzt habe ich vergessen, wo wir das nochmal herstellen. Brot. Also auch ja hier im... Oh nein. Oh, Felle. Wieso sind unsere Felle denn ausgegangen? Wie kommen Felle? Auf Rallingen machen wir wohl nicht mehr genug Felle. Hier ist jeder Tag. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Wir produzieren hier 9 Felle. Und Quorn Falls braucht 15. Ein paar viel Bärfelle. ja, dann ist das so. So, Verbaumtool. So, jetzt machen wir hier 15 Fälle. Okay, wir mal ein bisschen den Überschuss, 18 Fälle. Okay, geht auch noch so los. So, sollte gleich wieder gehen. Ja, Mann, hier, gib den einfach allen Shampoos. Die war nix wert. Ablehnt. Will ich dann mit der Jägerin? Also, manchmal denke ich mir, und dann kriegt man so ein Billo-Ding. Okay. Das haben wir gelöst. Okay, wir können den Turm schon wieder was hochschrauben. Boah, guckt euch diese Reichweite an. Es werden sogar die Bauernhäuser von dem. Boah, das macht keinen Sinn, weil. Okay, die kriegen einen Einwohner mehr. Aber die nehmen ja noch keinen Kaffee, Sekt oder Schokolade zu sich. Ich sehe gerade, wir könnten die Bauern auch kommen. Wir versorgen die Bauern auch noch mit Marmelade. Wir haben doch Marmelade. Okay, ich wollte eigentlich gucken, wie es mit dem Brot aussieht. Hier, Brot. Bisschen zu wenig. Okay, wie sieht's mit dem Mehl aus? Genau, passend. Okay, ist die Idee, noch eine Bäckerei zu bauen, aber kommt, ja, komm ruhig auch unter Strom. Brauchen wir noch eine Mühle unter Strom? Dann brauchen wir halt nochmal 2 Weizenfelder oder so. Machen wir mal 3. Sind wir auf der sicheren Seite. Zack. Können wir vielleicht auch die
die Schraube mal wieder was lösen, die ich denen gegeben habe. So. Gut. Ja, jetzt machen wir sogar einen zu viel, aber einen zu viel reicht, glaube ich, nicht, um eine 26er Dings aufzuheben. Okay, was ist denn hier? Alles voll? Alles voll mit Blüten. So, ist denn hier alles voll mit Blüten? Haben wir jetzt hier auch mit Blüten? Der Bestand, was ist der Bestand von Blüten? Aber auch gut. Der ist aber auch gut. Komm, dreh dich mal bitte. Ja, dann ist das ja in Ordnung. Hä? Wir haben doch Krampfer auf manchmal verstehe ich das nicht. Krampfer ist doch full. Okay, nee, hier wollte ich gar nicht hin. Cup. Wir waren beim Cup. Ich glaube, wenn ich da oben so gucke. Damit haben wir genug Touristen, um den Eiffelturm auf voller Reichweite. Guckt euch das an, wie schön weit das geht. So, jetzt müssen wir halt nochmal die ganzen Bedürfnisse. Brot haben wir gemacht. Tee, Dings. Das nächste wäre Marmelade. Das sollte nicht mehr reichen, dadurch, dass ich allein auch gesagt habe, Bauern hier benutzt Marmelade. Das war sowas von klar. Jetzt ist halt die Frage, kein Platz mehr frei. Das noch, müssen das noch, so. Wir müssen da jetzt mal eben schnell ein paar Kirschbäume ziehen. Zack. Nämlich 30 Sekunden. So, perfekt. Genug Marmelade. Dann das. Dann das. Dann das. Das nächste, was wir hier noch bräuchten, wäre Shampoo. Da müssen wir halt auch nochmal eben schnell reingucken. Souvenire. Okay, Krampfen kommt noch nicht genug an. Wo sind denn hier? Hier ist Shampoo. Machen wir nicht mehr genug. Okay. War klar. Für Shampoo brauchen wir Seife. So, Kokos und Zimt machen wir ziemlich viel. Warte, ich muss mal eben hier ins Touristen. Machen wir so. Haben wir wieder genug Dinge. Dann müssen wir nur gucken, ob wir noch genug Seife haben. Oh, nein, natürlich nicht. Das hat sich. Das bedeutet. Wir das, das und das brauchen. Das heißt, jetzt haben wir auch ja genug Seife. Müssen wir nur noch mehr Schweinchen machen. Schweinchen. Mach ich die überhaupt hier? Ja, hier sind die Schweinchen. So. Kriege ich jetzt hier irgendwie auf diese. Da wollte ich gar nicht hinbauen, da wollte ich hinbauen. Mit einem Silo. Und
vergessen, wie klein diese. Schweinehöfe sind. Nicht die Schweinehöfe, sondern diese Module für die Schweinehöfe. Also 23, wenn das Silo gleich bei beiden anspringt, reicht das. Durch die Silos brauchen wir jetzt aber nochmal ein Getreidefeld. Zack. Weil wir da ja Getreide verbrauchen in den Silos. Ganz einfaches Schema. Boah, stell dir vor, jemand hat so wirklich, kennt dieses Statistika-Menü nicht und regelt alles nur über die, guckt immer nur auf die Lagerbestände. Oh, was für eine Hölle muss das sein? Okay, gut, du kriegst einfach noch eins spendiert hierhin. Ich glaube, das ist besser, als das aufzuwerten. Okay, das heißt, Shampoo läuft. So, das nächste, wir können ja jetzt hier einfach wieder dann Limonade. Die Limo-Fabriken. Haben wir auch nur, haben wir zwei Stück. Brauchen wir auch noch mal eine. Wir sind hier bald. An der maximalen Ausdehnung des Stromes. Wir müssten dringend eigentlich. Warte, das hier die Limo. Und ich baue auch direkt nochmal hier eine Souvenirfabrik hin. Weil dies wird auch nicht reichen. Das ist Salpeter, Zucker und das. Okay. So, Limonade reicht. Souvenir reichen nicht. Ach du Scheiße, wie viele Souvenire die brauchen. Ich würde jetzt einfach mal knallhart sagen. Ach, echt noch nicht. Brauchen ja nicht mehr. Also. Wo war es denn jetzt? Nee, die arbeiten ja nicht selber hier. Nee. Alle stehen bereit. Männer? Nee, hier. Ingenieure brauchen wir dafür. So. Alle stehen Steht bereit. nicht, sondern kein Schnaps für die Seele. Ja, wieder. Alkohol ist die nicht die Lösung, außer in Anno. In Ich Anno ist sehe dich. Alkohol die Lösung für vieles. Geldprobleme. Gibst du den Menschen Alkohol? Okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt nur noch Pelzmäntel und Schmuck kontrollieren. Boah, minus 5 Pelzmäntel. Uiuiuiui. Okay. Brauchen mehr Felle. Okay, wir machen 19 Felle. Wie im Gefängnis hier. Können, wollen wir die Knechten oder lieber noch einbauen? Ich will lieber ehrlich gesagt noch mal einbauen. Weil wir die ja auch für unsere normalen Bewohner brauchen. Jetzt 20 Pelzmäntel. Aus dem wiederum brauchen wir auch wieder. Ah, mehr Felle. Aber das ist okay. So, Schmucki. Und das hier, diese Fabriken. Auch nochmal eine weitere. Ich muss mich erstmal hinsetzen. So, zack.
So, jetzt weiß ich natürlich, brauchen wir halt auch noch mal so eine Gold-Dings. Käfigvögel singen traurige Lieder. Einfach mal nach hier. Oh. Brauchen sogar zwei Golddinger mit Strom. So, wie sieht's denn? Und Kohle. Wie sieht's mit der Kohle aus? Prozent. Müssen die noch mehr knechten? Jetzt reicht Kohle. Aber leider, aber das geht gerade nicht. So, ja. Ich hab mich irgendwie verkalkuliert. Das. Okay. Jetzt werden wir dadurch, dass wir das hier machen, müssen wir auf alle Fälle nochmal unsere Glasproduktion erhöhen. Pff, guck da, wie viel Glas wir brauchen. Okay. Das geht hier gar nicht. Wir müssen. Ich hoffe, dass das. Oh, ja, ist zurückgekehrt. Nix. Abdringliche Tiefe, nichts. Ein abgründige Tiefe Ding. Was ich sogar schon hab. Okay. Also 12 Salpeter brauchen wir. Die Minute Salpeter, kommt das hier? Das direkt hier vorne, ja. Wir machen 10. Okay, wir brauchen noch mehr Salpeter. Brauchen wir hier aber noch ein paar Stahlträger. Stahlträger, Mama. Wo brauche ich Stahlträger? Aber ich irgendwie wie so viel. Wieso haben wir jetzt auch so viele mehr? Oh, weil wir den eisernen Turm dadurch natürlich freigeschaltet haben. Was halt auch nochmal 80 Touris bringt. Gott. Ich würde ganz ehrlich dann wieder ein Hotel abreißen wollen. Dich. Bumm. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Ja. Ah, sträubende Schrecken. 25, 30. Okay. Okay. Ich würde jetzt mal gucken. Dass wir vielleicht. Mal gucken. Ob wir die Glasproduktion
auslagern wollen. Nach Hadwin. Das wäre eine Überlegung. Wir haben hier also das sind Expeditionsschiffe, die keine Expedition haben. Oh, oh, oh. Die hier rumstehen. Das ist nicht gut. Cap. Hey, nur fair. Wir wollen Champus. Beginn Piratenjagd. Da sind Frachtschiffe vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Aber im Notfall bestechen wir die mit ein bisschen Champagner. So. Ich muss die vielen Überstunden einfach durchstehen. Dann hätten wir hier auch noch mal ein bisschen Platz an der Küste vor allem. Und auch hier das drin. Wir produzieren ja echt einiges an Glas. Das ist echt gut. Hardwick wird jetzt zur Glas City. Auch wichtig, dass man alles groß schreibt, dass wir da in der nächsten Folge dran gehen. Was wir aber noch eben schnell machen können, dann laufen die, ist dann zwei Frachtschiffe für den Hin- und Hertransport von dem Glas zu bauen. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge. Bis dahin, ciao.